Guten Abend und herzlich willkommen zur Zeit im Bild. Hunderttausende Menschen gehen in Deutschland wiederholt auf die Straße. Es ist ein Dauerprotest gegen rechts und die Umsturzpläne, die Rechtsextreme gewälzt haben. Wir schalten zu Marise Engelmeier in Berlin. In die Verlängerung geht die Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen. Wenn sie durch hohe Preise profitieren, greift das Finanzministerium zu. Und Auftakt in Bad Ischl, fast die ganze Region Salzkammergut ist Kulturhauptstadt des Jahres. Von der Eröffnung meldet sich Martin Traxel live. Das Wetter, es wird langsam milder. In Deutschland halten also die Proteste gegen rechts weiterhin an. Hunderttausende Menschen sind seit Tagen auf den Straßen. Auch für morgen sind Kundgebungen zu erwarten. In Frankfurt haben sich heute 35.000, in Hannover 30.000 Menschen versammelt. Und gestern in Hamburg waren es mindestens 50.000, also so viele, dass die Kundgebung abgebrochen werden musste wegen des Gedränges. Aber die Proteste sind friedlich und zivilisiert und richten sich gegen die Nähe der AfD und einzelner CDU-Politiker zu Rechtsradikalen. Es waren viele, sehr viele. Statt erwarteten 10.000 Teilnehmenden dürften es mehr als 50.000 geworden sein. Die Veranstalter sprechen sogar von 80.000 Menschen, die ein Zeichen gegen rechts und die AfD gesetzt haben. Aus Sicherheitsgründen wurde die Demonstration aber frühzeitig beendet. Rettungswegen und Einsatzkräfte sind teilweise nicht zu kollabierenden Menschen durchgekommen. So groß war der Andrang in Hamburgs Innenstadt. Auch in anderen Städten formieren sich Bewegungen gegen Rechtsextremismus. Schon einen Tag vor der offiziellen Großdemonstration wollen einige ein Zeichen setzen. Weil ich sehr besorgt bin. Ich bin Italiener, seit über 10 Jahren hier. Habe ich gesehen schon, was in Italien passiert mit dem Faschismus. Ich bin Steuerzahlerin, ich bin hier angekommen, ich bin mein Leben lang schon hier. Und so ein Gedankengut, wie die AfD jetzt gerade vertritt, da muss man sich doch dagegen stellen. Das geht ja nun gar nicht, hier Leute rausjagen zu wollen. Ganz schlecht. Deutlich Stellung zu beziehen, fordert auch Kanzler Scholz. Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören. Genau diesen Zusammenhalt wollen sich viele nicht nehmen lassen. Das haben die vergangenen Tage gezeigt. Bemerkenswert große Kundgebungen. Also Marise Engelmeier in Berlin, warum ist es denn derart intensiv? Da ist schon etwas in Bewegung gekommen, oder? Ja, das hat definitiv etwas in Deutschland ausgelöst. Fachleute sprechen sogar von einer Zäsur, dass die deutsche Zivilgesellschaft jetzt aufgewacht ist und sich eine Art Gegenbewegung formiert hat. Es ist ja auch schon mittlerweile der 10. Tag nach den Enthüllungen von Korrektiv und die Empörungswelle, die reißt einfach nicht ab. Allein dieses Wochenende waren 90 Demonstrationen im ganzen Land angemeldet und auch nächste Woche soll weiter demonstriert werden. Wir haben den Kanzler gesehen, Olaf Scholz, er bezieht recht klar Stellung, aber außer der SPD, wie verhalten sich denn die anderen Parteien in Deutschland? Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich gern mal heraushält, der ist sehr präsent bei dem Thema. Viel präsenter als andere Parteien, die sich noch, ja, die versuchen noch eine Position zu finden. Ganz grundsätzlich muss man aber schon sagen, dass unter den etablierten Parteien in Deutschland ein Konsens herrscht, dass die AfD eine Gefahr für die Demokratie ist. Und da sind die Massenbewegungen quasi eine Rückendeckung für die Parteien. Vor allem vor den anstehenden Wahlen, also der Europawahl und den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Zum ganzen Bild gehört aber auch, die AfD liegt in Umfragen bei 22%. Also es bleibt abzuwarten, ob bei diesen Wahlen wirklich die Protestwelle einen Einfluss, eine Auswirkung haben auf die Popularität der AfD. Dankeschön, Marise Engelmeier, für diese Einschätzungen aus Berlin. In Syrien sind bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt Damaskus 5 Anhänger der mächtigen iranischen Revolutionsgarde getötet worden. Sowohl der Iran als auch Syrien machen Israel dafür verantwortlich. Israel hat sich dazu bisher nicht geäußert, greift aber schon seit Jahren Ziele in Syrien an, die mit dem Iran in Verbindung stehen sollen. Indes wird Premier Netanyahu und seine Kriegsführung immer offener kritisiert. Das Kabinett ist sich offenbar uneins, wie in Gaza weiter vorgegangen werden soll. Der Iran schwört Rache, nachdem in Damaskus durch einen Angriff 5 hochrangige Mitglieder der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Der Iran beschuldigt Israel, dafür verantwortlich zu sein.
Die israelische Armee veröffentlicht Aufnahmen von Luftschlägen auf Syrien und auch auf den Südlibanon. In Gaza, so die Armee, habe sie die Infrastruktur der Terrororganisation Hamas schwer getroffen. Die Armee operiert im Süden bei Khan Yunis, während die Situation von Hunderttausenden Flüchtlingen angesichts der israelischen Angriffe unhaltbarer und herzzerreißender wird. Im Krankenhaus fehlt es an allem, auch an Schmerzmitteln. Außerdem gibt es seit Tagen ein kriegsbedingtes Blackout in Gaza. Angehörige der Geiseln verlangen heute vor Premier Netanyahus Wohnsitz wieder die sofortige Freilassung ihrer Lieben. Das Kriegskabinett der ultrarechten rechtsreligiösen Regierung ist über seine Kriegsstrategie in einen offenen Konflikt geraten. Kabinettsmitglied und ehemaliger Generalstabschef Gadi Eisenkot, dessen Sohn im Dezember gefallen ist, tritt für baldige Neuwahlen ein. Er sagt, nur ein Waffenstillstand könne zur Freilassung der Geiseln führen, statt den Krieg auf mehrere Fronten auszuweiten. Im Nahostkrieg spielt der Iran eine wesentliche Rolle. Das Regime finanziert und unterstützt die Gegner Israels. Aber auch nach innen hin agieren die Machthaber mit harter Hand. Vor einem Jahr wurden ja wieder Proteste niedergeschlagen. Damals sind viele Studierende auf die Straßen gegangen, aber die verlieren offensichtlich die Hoffnung auf Veränderung, auf Besserung. Immer mehr junge Menschen wollen den Iran verlassen, aber längst nicht alle schaffen das, wie uns Katharina Wagner aus Teheran berichtet. Die Universität von Teheran im Zentrum der iranischen Hauptstadt. Sie ist eine vieler staatlicher Hochschulen. Das Studium an diesen ist gratis, doch Studierende gehen damit auch Verpflichtungen ein. Ich habe an einer staatlichen Uni studiert und bekomme mein Diplom erst, wenn ich 7 Jahre für den Staat arbeite oder ich bezahle rund 10.000 Euro dafür. Doch das kann ich mir nicht leisten. Viel Geld. Das Durchschnittsgehalt im Iran liegt bei wenigen 100 Euro. Ohne ein Diplom sind Bewerbungen an ausländischen Unis nicht möglich. Doch aus politischen wie wirtschaftlichen Gründen wollen auch viele Studierende ihr Land verlassen. Laut der Teheraner Beobachtungsstelle für Migration steigt die Zahl der jungen Iranerinnen und Iraner, die im Ausland studieren, seit Jahren an. 2013 waren es noch rund 49.000, 2021 bereits 70.000. Auch rund um die Teheraner Uni ist der Wunsch danach groß. Nach dem Medizinstudium würde ich am liebsten mein Diplom abbezahlen und im Ausland meine Fachausbildung machen. Die Auswanderung qualifizierter Arbeitskräfte, sie wird im Iran immer mehr zum Problem. Die Bundesregierung verlängert die Gewinnabschöpfung bei Energiekonzernen für das laufende Jahr. Das kündigen Bundeskanzler Nehammer und Vizekanzler Kogler heute an. Man wolle keine überhöhten Gewinne aufgrund der gestiegenen Energiepreise, heißt es. Freilich haben viele Konzerne zuletzt trotzdem noch glänzend verdient. Durch die hohen Energiepreise der vergangenen Monate konnten einige Energieanbieter Rekordgewinne einfahren. Das Finanzministerium schöpft einen Teil davon ab. Bisher wurden so 255 Millionen Euro eingenommen, wobei die Zahlen für das Vorjahr zu einem großen Teil noch nicht vorliegen. Die Abgabe hat die Energiekonzerne bisher aber nicht empfindlich getroffen. Beim Verbund wurden etwa von Jänner bis September 77 Millionen Euro abgeschöpft. Das Unternehmen machte im selben Zeitraum 1,9 Milliarden Euro Gewinn, betont aber das allermeiste davon in erneuerbare Energiegewinnung zu investieren. Beim niederösterreichischen Energieversorger EVN wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 30 Millionen Euro abgeschöpft, bei einem Gewinn von rund 530 Millionen Euro, der allerdings zum Großteil im Ausland erwirtschaftet wurde, wie man bei der EVN beteuert. Zuletzt hat sich die Preissituation auf den Energiemärkten zwar entspannt, die Regierung pocht aber weiter auf einen fairen Beitrag der Konzerne, wie es heißt. Aus Sicht der FPÖ sorge die Gewinnabschöpfung aber für zu wenig Druck, um für niedrigere Energiepreise zu sorgen. Die Freiheitlichen sprechen daher von einem schwarz-grünen PR-Schmäh. Ab Mittwoch soll die Verlängerung der Gewinnabschöpfung jedenfalls im Ministerrat beschlossen werden. Nächstes politisches Thema ist jetzt die Pension, nämlich wann Frauen in Pension gehen können. Bisher war das mit 60 Jahren der Fall, Männer brauchen bis 65 Jahre. In den kommenden Jahren wird aber das Antrittsalter der Frauen angeglichen, schrittweise. Susanne?
Ja, es geht langsam bergauf, beginnend eben mit Heu. Und das heißt, Frauen, die im ersten Halbjahr 1964 geboren worden sind, müssen ein halbes Jahr länger arbeiten. Sprich, sie können erst mit 60 ein halbes Jahr ohne Abschläge in Pension gehen. Und für alle, die im zweiten Halbjahr 1964 zur Welt gekommen sind, ist 61 dann die neue Altersgrenze für die Pension. Und nach diesem Prinzip geht es dann die nächsten Jahre weiter. Und für alle Frauen, die nach dem 1. Juli 1968 geboren wurden, gilt dann 65 als gesetzliches Pensionsantrittsalter, genauso wie für ihre männlichen Kollegen. Und diese Änderungen haben auch große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es geht also los. Ältere Frauen, die voll im Beruf stehen, werden mehr. Allein in den nächsten 5 Jahren werden 100.000 Frauen länger im Job bleiben, rechnet das Arbeitsmarktservice vor. Es ist tatsächlich ein Boost am Arbeitsmarkt. Die Erwerbsbevölkerung stagniert grosso modo, aber das Arbeitskräfteangebot steigt deutlich durch das steigende Frauenpensionsantrittsalter. Viele Firmen haben aber noch nicht am Radar, dass Arbeitnehmerinnen länger im Job bleiben. Arbeitsplätze müssen angepasst werden, damit die Frauen überhaupt bis 65 durchhalten. Das gilt besonders für körperlich anstrengende Berufe wie die Pflege, wo überproportional viele Frauen beschäftigt sind. Hier muss einfach geschaut werden, dass einerseits technische Unterstützungsmaßnahmen beim Heben, Tragen und so weiter gemacht werden oder in gemischten Teams. Wo jüngere Arbeitskräfte ältere unterstützen. Die Frauenpensionen werden durch das höhere Antrittsalter steigen. Durchschnittlich beziehen Frauen derzeit 1.313 Euro monatlich brutto, Männer 2.229 brutto monatlich, eine Differenz von 40%. Ganz schließen wird sich die Lücke wegen der unterschiedlichen Einkommenshöhen nicht, aber sie wird künftig kleiner werden. Neue Erkenntnisse gibt es im Fall der Leichenteile, die vor einer Woche im Machfeldkanal in Wien gefunden worden sind. Die Polizei hat die Identität des Mannes klären können. Es handelt sich um einen 45-jährigen iranischen Staatsbürger. Er wird schon seit November vermisst. Sein Leichnam wurde obduziert und die Ermittler sind jetzt überzeugt, dass der Mann getötet worden ist. Es ist ein morbider Fund, den ein Angler hier am Machfeldkanal vor einer Woche macht. Er zieht einen Fuß aus dem Wasser. Die Polizei und Spezialtaucher der Kobra finden dann bald weitere Leichenteile, unter anderem einen männlichen Torso. Jetzt wurde die Identität des Mannes festgestellt. Eine DNA-Analyse hat ergeben, dass es sich um einen 45-jährigen Mann handelt. Der Mann ist am 15. November 2023 von seiner Ehefrau als abgängig angezeigt worden. Genauere Umstände kann ich jedoch aus Opferschutzgründen nicht bekannt geben. Medienberichten zufolge handelt es sich um einen iranischen Staatsbürger. Laut Obduktionsbericht ist der Mann durch stumpfe Gewalt ums Leben gekommen und danach mit äußerster Brutalität zerstückelt worden. Die Leichenteile dürften dann ins Wasser geworfen worden und schon länger im Machfeldkanal gelegen sein. Laut Polizei Wochen oder Monate. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt jetzt weiter auf Hochtouren auch die näheren Umstände des Verschwindens des Mannes. In Bad Ischl herrscht heute Feierstimmung, denn das Kulturhauptstadtjahr ist heute Abend eröffnet worden. Wir schauen gleich noch hin nach den Meldungen. In Wien hat die Feuerwehr verhindern können, dass ein 80 Meter langes Schiff in der Donau versinkt. Durch einen 15 Zentimeter langen Riss war Wasser in den Rumpf des Frachters eingedrungen. Die Feuerwehr hat das Wasser abgepumpt und eine Ölsperre errichtet. In den USA sind durch die Winterstürme der letzten Tage landesweit 55 Menschen gestorben. Betroffen ist auch der Süden des Landes, beispielsweise Tennessee. Hier gibt es normalerweise milde Winter, jetzt hat es minus 18 Grad. Der Schauspieler Alec Baldwin ist nach dem Tod der Kamerafrau Helena Hutchins bei einem Western-Dreh erneut wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden. Wie die scharfe Munition am Set in die Waffe gelangt ist und wie sich der Schuss gelöst hat, ist noch ungeklärt. Das europäische Kulturhauptstadtjahr 2024 in Bad Ischl und im Salzkammergut ist heute eröffnet worden. Eine ganze Region ist also in Feierstimmung. Und von den teils öffentlich ausgetragenen Querelen in der 5-jährigen Vorbereitungszeit war heute zumindest nichts mehr zu spüren. Was für ein Abend! Eröffnung von der Kulturhauptstadt 2024 im Salzkammergut bei uns daheim. Was ist denn überhaupt einmal los?
Tom Neuwirth, alias Conchita Wurst, heizt im Publikum ganz schön ein. Tausende trotzen den eisigen Temperaturen bei der Eröffnung. Wir feiern heute ein Fest der Kunst. Und dieses Zusammenraufen und dieses was Neues entstehen lassen und die vielen Blickwinkel auch integrieren, das ist der genuin europäische Gedanke des heurigen Jahres. Erstmals trägt statt einer Stadt eine ganze Region den Titel Kulturhauptstadt. Das Programm umfasst rund 300 Projekte in insgesamt 23 Gemeinden. Das ist ein Appell an alle Verantwortlichen, diesen ländlichen Raum zu schützen und ihn zu fördern im gleichen Maße wie urbane Zentren. Die kulturelle Vielfalt der Region zeigen auch Choreografin und Tänzerin Doris Uhlich, ebenso wie die Modeschule Ebensee mit ihrer Trachtenkollektion. Eine Einladung an alle Menschen, ob aus dem ländlichen oder dem urbanen Raum, das soll das Programm der Kulturhauptstadt sein. Sinnbildlich dafür der Auftritt von Hubert von Geusern, der gemeinsam mit seinem Chor der 1000 Jodler anstimmt. Und der Leiter unserer Kulturredaktion Martin Traxl war bei der großen Eröffnung heute dabei. Ja, heute wird gefeiert. Herr Traxl, wir haben es aber gehört, auch vom Zusammenraufen war da die Rede. Es hat ja viele Konflikte und Unstimmigkeiten gegeben in der Vorbereitungsphase. Ist das jetzt tatsächlich alles ausgeräumt? Ja, also heute spürt man wirklich nichts davon. Die Atmosphäre ist wirklich einzigartig. Es gab den ganzen Tag über schon großen Zustrom, viel Vorfreude, Neugierde, Begeisterung für die ersten Eröffnungen. Und das ist schon erfreulich angesichts der doch heftigen Misstöne im Vorfeld. Erregungspotenzial haben Kulturhauptstädte ja immer, aber hier war es schon außergewöhnlich. Vielleicht hat man auch die Aufgabe unterschätzt, eine ganze Region zur Kulturhauptstadt zu erklären. Noch dazu das Salzkammergut, dessen Einwohner ja doch für ihre Eigenwilligkeit und ihre Widerständigkeit bekannt sind. Also hier 23 Gemeinden unter einen Hut zu bringen, war sicher eine Herkulesarbeit. Der Vorwurf war, dass die einheimischen Kulturinitiativen zu wenig eingebunden sind und dass hier etwas von außen aufgestülpt wird. Aber wenn man sich das Programm jetzt anschaut, kann man das eigentlich nicht nachvollziehen. Eine gute Kulturhauptstadt braucht eben beides, regionales Bewusstsein und internationale Reflexion. Es ist sicher nicht im Sinne der Erfinder, hier nur im eigenen Saft zu schmoren. Sie haben schon gesagt, es sind 23 Gemeinden, eine ganze Region, die sich da als kulturellen Mittelpunkt präsentiert. Was sind denn da die Schwerpunkte in den kommenden Monaten? Ja, Kulturhauptstädte sind ja eigentlich erfunden worden, um die kulturelle Vielfalt Europas zu stärken, um Städte und Regionen dazu aufzufordern, über ihre Kultur, ihre Identität, ihre Vergangenheit, vor allem aber ihre Zukunft nachzudenken. Und das macht das Salzkammergut jetzt mit fast 300 Projekten. Hier geht es um ganz wichtige Themen wie die Zukunft des Tourismus, Bodenversiegelung, wie es am Land weitergeht, welche Perspektiven es für die Jugend gibt. Und hier werden sehr interessante Akzente gesetzt. Es fehlen vielleicht die großen Leuchtturmprojekte jetzt auf den ersten Blick. Aber man wird sehen, ob die vielen kleinen Projekte etwas bewirken können und nachhaltig sein werden. Aber immerhin, die Leute diskutieren darüber, streiten darüber, denken darüber nach. Und das ist auch schon was. Viel los im Salzkammergut. Gut, danke Martin Traxl für diese Informationen von der Eröffnung. Und ja, an dieser Abend bleibt spannend. Sportfans sind da heute besonders gefragt, nämlich erst die Abfahrt in Kitzbühel und jetzt dann bald Handball. Ja, das Nationalteam bestreitet bei der Europameisterschaft in Deutschland ein viel beachtetes Duell gegen die Gastgeber heute. Die Österreicher sind ja die Überraschung des Turniers. Sie mussten gegen starke Nationen wie Kroatien, Spanien und zuletzt Ungarn antreten. Aber das Team ist noch ungeschlagen. Und jetzt lebt sogar die Chance auf das Semifinale. In Köln werden 20.000 Fans beim Duell gegen Deutschland in der Halle sein. Und ORF 1 überträgt ab 20.15 Uhr live. Also alles angerichtet für ein zweites Cordoba quasi. Die Kollegen vom Sport blicken dann auch gleich voraus. Und hier ist alles angerichtet für Markus Watzak und seine Wetterprognose. Wir melden uns dann gerne morgen wieder. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.